So, jetzt. Der Bass hat schon mal gestimmt, so zur Einstimmung. Sehr, sehr schön. Hey, nochmal einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr heute hier seid, an diesem ganz besonderen Tag, auch den wir einmal im Jahr haben. Wir haben bewusst unsere Predigtserie, in der wir gerade eigentlich sind, unterbrochen, wo es um die Jahreszeiten des Glaubens geht, um diesen Tag einzuschieben, wo es um Gebet für verfolgte Christen geht. Und wir freuen uns, dass ihr heute mit uns da seid. Und ich habe schon zum zweiten Mal jetzt hintereinander denselben Fehler gemacht, dass ich meinen Drücker vergessen habe. Aber ich habe so wunderbare Technikfreunde, die mir den bringen. Ja. Danke, Marc. Ich lerne nicht aus meinen Fehlern, egal. Wir sind am Tag, Gebetstag für verfolgte Christen, den wir einmal im Jahr feiern wollen, einmal im Jahr den Gottesdienst feiern wollen, zusammen mit vielen, vielen anderen Gemeinden in Deutschland. Das ist nämlich ein Tag, der von Open Doors veranstaltet wird, und die schicken es an alle Gemeinden raus mit dieser Bitte: Hey, lasst uns als weltweite Kirche zusammenkommen, um zu beten. Zu beten für Menschen, die es nicht so einfach haben wie wir hier. Für Menschen, die echt unter schwerer Verfolgung stehen, unter Todesangst ihren Glauben leben müssen oder verstecken müssen. Und deswegen sind wir heute hier. Und ganz kurz zum Einstieg, was machen wir heute? Wir wollen heute verschiedene Dinge machen. Wir wollen zum einen beten für Christen mit muslimischem Hintergrund. Das ist eins der Gebetsanliegen, die Open Doors uns vorgeschlagen hat, wo sie sagen, hey, das ist gerade besonders wichtig, dass wir für Christen mit muslimischem Hintergrund beten. Das ist das eine, was wir machen wollen. Das zweite ist, wir haben die Anja Henke hier, ein Herz und eine Seele unserer Gemeinde. Viele von euch kennen sie. Und sie war für ein paar Wochen im Sudan und hat dort selber viel, viel miterlebt. Und sie wird ein bisschen was davon berichten, was sie dort erlebt hat. Sudan, auch einer der Länder, wo am meisten Christenverfolgung stattfindet. Ganz, ganz schlimm. Und sie wird ein paar Sätze dazu sagen, was sie dort selber erlebt hat und was dort war. Und wir werden auch für die Menschen dort im Sudan beten. Und bevor wir das machen, möchte ich euch aber ein paar Gedanken mitnehmen, die ich mir zu dem Thema gemacht habe und möchte einfach mit euch teilen. Dazu habe ich eine kleine Bibelstelle mitgebracht. Die steht in Lukas 22, die Verse 28 bis 32. Und da steht Jesus, das ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen, und Folgendes passiert hier, als Jesus spricht: Und ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken. Und ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und dann spricht er zu Simon Petrus weiter: Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurückgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und ich habe drei kurze Gedanken dazu mitgebracht, bevor wir dann ganz praktisch ins Gebet reingehen. Und das erste ist, wir haben eine Hoffnung in Jesus Christus, die wir nicht für uns behalten dürfen. Jesus sitzt hier mit seinen Jüngern zusammen. Es ist der letzte Abend, bevor seiner Verhaftung, bevor Jesus wusste, ich werde hingerichtet. Es ist wirklich der letzte Abend, wo ich die Chance habe, auch mit meinen Jüngern zusammenzusitzen. Er blickt zurück auf die letzten 3 Jahre, die er mit seinen Jüngern erlebt hat und wo er mit ihnen unterwegs war, und stellt fest, hey, wir haben eigentlich ganz schön viel durchgemacht. Da war ganz schön viel los. Mit all dem, was wir durchgemacht haben, seid ihr mir treu geblieben. Sie haben ganz schön viel durchgemacht. Hey, das war wirklich viel. Da waren Massen an Menschen, die zuerst super begeistert waren von ihnen, und am Ende haben sie Jesus allein gelassen. Da waren die frommsten und religiösesten Menschen, die man sich vorstellen kann, und sie haben Jesus abgelehnt. Da waren die mächtigsten der Welt, und sie haben sie nur verfolgt und wollten sie einfach nur drankriegen. Und da war der Satan, der immer wieder versucht hat, Jesus und seine Jünger zu versuchen, sie dranzukriegen, sie wegzubringen von diesem Weg mit Jesus und Gott. Und ich will dir mal sagen, Jesus und seine Jünger waren nicht gerade die beliebtesten, als sie unterwegs waren. Und von dieser Zeit von Jesus bis heute hat sich da auch nicht viel verändert. Wer Jesus nachfolgt, muss mit Anfechtung rechnen. Aber in all dem sind die Jünger immer bei Jesus geblieben. Sie sind immer an ihm dran geblieben. Sie haben diese Zeit an seiner Seite verbracht und sie wurden Freunde. Sie wurden zu einer Lebensgemeinschaft. Sie waren eine Einheit zusammen. Und Jesus sitzt hier mit seinen Jüngern und erklärt ihnen eigentlich in so ganz wenigen Sätzen das Evangelium.
Er sagt, hey, obwohl ihr das alles erlebt habt, obwohl ihr das alles mitertragen musstet und, naja, er wusste, da kommt ja noch mehr, aber obwohl ihr das alles mitgemacht habt, seid ihr an meiner Seite geblieben. Ihr habt alles mit mir ausgehalten. Und weil ihr bei mir geblieben seid, möchte ich euch teilhaben lassen an dem, was mein Vater, an dem, was Gott mir gegeben hat. Und das, was die Jünger hier bekommen, ist ein Einblick in die Ewigkeit. Ihr sollt an meinem Reich, an meinem Tisch essen und trinken. Ihr werdet auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Ja, ihr werdet Teil in meinem Ewigkeitsreich sein. Ihr werdet mit mir zusammen dort sein. Und genau das ist das, was Jesus auch uns verheißen hat. Letzten Sonntag hat der Andi eine Geschichte von Jesus erzählt aus dem Johannesevangelium, wo Jesus ein Gleichnis erzählt, eine Geschichte erzählt, ein Bild erzählt vom Weinbau, wo Gott der Weingärtner ist und Jesus ist der Weinstock und wir sind die Weinreben. Und das ist genau das, was Jesus da sagen will, dass wir haben eine Berufung als diese Weinreben, nämlich wir sollen Frucht bringen. Und das funktioniert aber nur, wenn wir an diesem Jesus dranbleiben, wenn wir an diesem Weinstock dranbleiben, wenn wir treu zu ihm halten. Und nur wenige Verse davor, in Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und das ist genau das, was Jesus hier nochmal versucht, seinen Jüngern zu erklären. Durch ihre Treue, weil sie das alles mit ihm durchgehalten haben, werden sie nun Anteil haben an dieser Ewigkeit. Haben sie Anteil, dürfen zum Vater kommen. Sie dürfen am Tisch sitzen, weil er allein dieser Weg zum Vater ist. Und die Sache ist, wir Christen, wir können diskutieren, wie wir wollen. Wir können Theologien aufstellen, wir können theologisieren, wie wir wollen. Wir können uns streiten, wenn wir wollen. Und wir können uns anstellen und tun, was wir wollen. Aber wir werden nicht an dieser einen Wahrheit vorbeikommen, nämlich an diesem einen Fundament unseres Glaubens, diesen einzigen gemeinsamen Nenner, den wir alle haben, egal wozu wir stehen, egal was unsere Meinung ist, egal worüber wir gerade streiten, dieser einzige gemeinsame Nenner, Jesus Christus, an dem werden wir nicht vorbeikommen. Er ist das Fundament unseres Glaubens. Er ist das, was uns alle zu einer Gemeinschaft macht. Er ist dieser einzige Weg zum Vater. Und darüber gibt es auch nichts zu diskutieren. Darüber gibt es nichts zu streiten. Das ist das, wo wir in Einheit miteinander unterwegs sein können. Er ist unsere Hoffnung, unser Weg zur Ewigkeit beim Vater. Und Gott fordert uns auf, fordert uns Menschen in der Bibel heraus, nämlich diesen Jesus nicht nur kennenzulernen, sondern ihm auch nachzufolgen. Mit ihm unterwegs zu sein, eine lebendige Beziehung zu führen zu diesem lebendigen Gott. Und diese Nachfolge, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde sie unglaublich herausfordernd. Sie ist so unglaublich herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich finde es manchmal echt gar nicht so leicht. Nee, wenn ich in letzter Zeit das Gefühl habe, keine Ahnung, wir haben irgendwie so eine Politik, soll ich jetzt für sie sein, soll ich sie gegen sie sein? Was meinen die anderen dazu? Sind wir irgendwie uns einig? Nee, sind wir nicht. Oder es fällt mir nicht so leicht, wenn mein Nächster mal wieder überhaupt nicht der Meinung ist wie ich. Hey, und das haben wir so oft. Und es fällt mir nicht leicht, wenn ich mich mal wieder so richtig unfair behandelt fühle und ich denke, oh, jetzt soll ich aber diesem Jesus nachfolgen. Aber das ist genau die Welt, genau diese Gesellschaft, in der Jesus auch unterwegs war. Eine Regierung, die so widergöttlich war, die so gegen Gott war, dass unsere Politiker beinahe wie Engelchen aussehen. Da waren Menschen, die sie so verachtet und gehasst haben für die Meinung, die sie vertreten haben, Jesus und seine Jünger. Da waren fromme Menschen, die sie gehasst haben für das, was sie tun. Und in all dem hat Jesus trotzdem nur eins gelebt und gelehrt, nämlich einander zu lieben, füreinander da zu sein, den anderen zu dienen und den Menschen Gott durch ein zeugnishaftes Leben wirklich diesem Gott aufzuzeigen. Das ist das, was Jesus uns gelehrt hat im Ganzen. Hey, wir haben diese eine Hoffnung in Jesus Christus und die dürfen wir nicht für uns behalten. Die müssen wir weitergeben. Wenn wir nur unter uns bleiben damit, dann haben wir so viele Menschen, die darin verloren gehen. Und das bringt mich aber zu meinem zweiten Punkt. In dieser Hoffnung werden wir Anfechtung erleben. Egal was passiert, wir werden Anfechtung erleben. Wir werden erschüttert werden in unserem Glauben. Da werden Dinge in unserem Leben passieren, wo wir auch mal ins Zweifeln kommen. Wo auch mal Dinge passieren, die wir nicht in Ordnung finden. Die nicht gut sind. Dinge, die uns vielleicht abbringen wollen von Gott. Jesus richtet hier als nächstes seine Aufmerksamkeit auf Simon Petrus. Und Jesus weiß ganz genau, dieser,
das, was Petrus noch nicht weiß, nämlich, dass Petrus ihn verraten wird, ein paar Stunden später nur. Petrus wird ihn verraten. Petrus wird hier auf die Probe gestellt werden. In Vers 31 steht hier: Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Und Jesus verwendet hier ein landwirtschaftliches Bild. Und er will damit sagen, dass diesen Weizen zu ernten noch nicht allein ausreicht. Weil wenn man diesen Weizen erntet, in den ganzen Körnern noch Steine und Dreck drin sein kann. Und genau das will der Satan ausnutzen hier. Und Menschen sieben. Er will sieben. Er will sieben, damit dabei so viele Menschen wie möglich rausfallen und nicht an diesem Jesus dranbleiben, nicht treu diesem Jesus gegenüber sind, diesen Jesus nicht kennenlernen können. Er siebt und siebt. Das ist genau das, was der Satan versucht. Weil es für ihn ein ewiger Wettkampf ist, so viele Menschen so wie möglich davon abzuhalten, diesen Gott, diesen Jesus kennenzulernen. Sein Ziel ist es, Liebe zu zerstören und Hass zu schüren. Sein Ziel ist es, Wahrheit zu verändern und Lügen zu streuen. Sein Ziel ist es, Frieden und Einheit zu zerstören und Streit und Einsamkeit unter die Menschen zu bringen. Sein Ziel ist es, Leben zu vernichten und Tod und Verderben zu bringen. Und genau das ist das, was bis heute der Fall ist. Wenn 760 Millionen Christen weltweit in den Ländern, wo sie am meisten verfolgt sind, leiden müssen unter Verfolgung. 760 Millionen Menschen, das sind nur die 50 Ländern, wo die meiste Christenverfolgung stattfindet auf dieser Welt. 760 Millionen Christen, die Tag für Tag um ihr Leben fürchten müssen, weil sie an Jesus Christus glauben, die von ihren Familien verachtet und verfolgt werden, die völlig sozial isoliert leben müssen, die jeden Tag mit Morden, mit Krieg, mit Hinrichtungen zu kämpfen haben. Es ist so brutal, was auf dieser Welt abgeht. Von Religionsfreiheit überhaupt keine Spur. Und oft sind sie allein und haben überhaupt keine anderen Christen um sich herum. Keine Kirchen, in die sie gehen können, in die sie sich treffen können, in denen sie Kleingruppen machen können, in denen sie Bibel lesen können. Da ist nichts von all dem zu sehen. Wenn Kirchen, dann oft nur irgendwelche geheime Untergrundkirchen, in denen sie sich heimlich treffen müssen. Immer in dieser Angst, wenn die uns erwischen, dann sind wir tot. Das ist das, was so viele Christen weltweit Tag für Tag erleben müssen. Aber das, was der Satan versucht, das ist genauso auch hier sichtbar. Nicht vielleicht in dem Umfang, aber sind wir mal ehrlich, auch wir Christen hier in unserer ach so religiösen, christlichen, westlichen Welt haben mit dem Satan zu kämpfen. Auch hier versucht er seine Chance zu nutzen, uns auszusieben. Und er nutzt jede Chance, die er nur kriegen kann. Und dazu brauchen wir nur mal die letzten 1,5 Jahre betrachten, was alles passiert ist. Mir persönlich wurde noch nie so oft der Glaube abgesprochen für das, was ich denke und glaube und meine Meinung ist, wie in den letzten 1,5 Jahren. Und ich habe noch nie so viele Gemeinden gesehen, die gespalten worden sind und sich aufgelöst haben, wie in den letzten 1,5 Jahren. Ich habe noch nie so viele Christen gesehen, die sich gestritten haben, wie in den letzten 1,5 Jahren. Und ich gebe ehrlich gesagt zu, manchmal habe ich ein bisschen Angst, wenn ich mal Kinder habe, in was für einer Welt die aufwachsen müssen. Wo sowas wie Gottesdienst, obwohl wir es dürfen, obwohl wir es können, nur sowas ist, was ich mal machen kann, wenn ich so nebenbei Zeit und Lust habe und wenn es irgendwie gerade reinpasst. Natürlich ist unsere Welt voll, unser Alltag ist voll, aber es wird so zur Seite geschoben. Oder wo Christen sich zerstreiten, noch nicht mal wegen irgendwelchen theologischen Fragen, sondern einfach nur wegen sowas Banalen wie, was ist mein Impfstatus? Eine Welt, wo Menschen der Glaube abgesprochen wird, weil sie irgendeine Meinung haben. Und ich sehe hier Gottes Widersacher. Ich sehe hier den Satan, wie er sich freut, weil er so viel Zwiespalt in unsere Kirchen gebracht hat, wie schon lange nicht mehr. Weil er so viel Einheit unter uns Christen zerstört hat, wie tatsächlich schon lange nicht mehr. Ich sehe vor meinen Augen, wie er lacht, weil wir manchmal lieblos miteinander geworden sind. Und er siebt und siebt und hofft, dass dabei so viele Menschen wie möglich auf der Strecke bleiben. Und wie unser einziger gemeinsamer Nenner, unser Fundament, Jesus Christus, immer mehr aus unserem Mittelpunkt herausrückt. Wir haben eine Hoffnung, die wir nicht für uns behalten dürfen. Aber was ich gerade in dieser christlichen Welt weltweit erlebe, ist nicht gerade die beste Werbung, die wir für Jesus machen. Und das macht mir manchmal Angst und das macht mich manchmal traurig.
Weil das, was Gott möchte, ist, dass wir in Einheit zusammenstehen. In Einheit unter diesem Fundament Jesus Christus zusammen sind und ihn groß machen und uns nicht streiten wegen Nichtigkeiten. Es geht um ihn und nicht um irgendetwas anderes. Und dann geht Jesus aber weiter und sagt hier nochmal Folgendes. Und das ist mein dritter Punkt. Gott steht über jede Anfechtung, die in unserem Leben kommt. Er sagt hier Folgendes. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann auch umgekehrt und zurückgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus betet hier für Petrus. Nämlich, dass er nicht ausgesiebt wird, sondern dass er treu bleiben kann, dass er an diesem Jesus dranbleiben kann, dass er sieht, dass es um dieses eine Fundament geht, dass es um diese eine Gemeinsamkeit geht, die wir alle haben, um Jesus Christus. Und dass er weiterhin treu bleiben kann, auch wenn er sieht, hey, er wird Fehler machen. Er sieht, Petrus wird Fehler machen und er weiß das. Hey, ein paar Stunden später wird er mich verraten. Und eigentlich könnte er denken, boah, dieser Sack, warum tut er das? Der kann mich mal, ne? Weg mit ihm. Aber nein, er sagt, hey, ich bete für dich, obwohl ich weiß, du wirst einen Fehler machen. Aber ich bete, dass du treu bleiben kannst, dass du zurückkehrst und mir weiterhin treu bleibst. Und nicht nur das, sondern er spricht hier ein Stück Berufung auch in Petrus Leben hinein. Zum einen eben diesen Glauben zu glauben, treu und stark zu bleiben. Und zum anderen aber auch das an andere weiterzugeben, die Geschwister zu stärken und zu stärken in ihrem Glauben. Und Jesus weiß mit diesem Gebet, was er spricht, er hat das gesprochen, weil er weiß, dass dieses Gebet beim Vater ankommt. Weil er weiß, dass dieses Gebet stärker ist als jeder Versuch, den der Satan versucht, irgendwie uns auseinanderzutreiben und uns zu versuchen, uns von Gott wegzubringen. Dieses Gebet ist stärker als das. Es ist stärker als jede Macht, die der Satan hat in unserem Leben. Und Gott steht über all dem. Wenn wir treu bleiben, dann haben wir einen Anteil an diesem Reich Gottes. Dann dürfen wir mit Jesus an seinem Tisch sitzen in der Ewigkeit. Und das ist diese Ewigkeitsperspektive, diese Hoffnung, die wir haben dürfen, die jeder haben darf, der an diesen Jesus Christus glaubt. Es ist eine Hoffnung, die wir nicht für uns behalten dürfen. Und das ist darum, Hebräer 4, Vers 16, da steht, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Hier sagt uns die Bibel, dass wir Zugang haben zu diesem Thron Gottes. Das ist das, was Gott will. Gott will, dass wir bei ihm sind. Gott will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und wir haben Zugang zu diesem Thron Gottes. Und an diesem Thron Gottes, da dürfen wir Barmherzigkeit empfangen, da dürfen wir Gnade finden, wir dürfen Hilfe erfahren. An diesem Thron Gottes. Und es ist genau das, was ich euch zusprechen will. Hey, lasst uns in Einheit miteinander unterwegs sein. Lasst uns nicht zerstreiten, lasst uns nicht den Satan siegen lassen und ihn lachen lassen für das, was wir miteinander tun. Lasst uns in Einheit zusammen vor diesem Thron Gottes kommen. Hey, das ist das, was Jesus Christus uns möglich gemacht hat. Tabea hat das vorher vorgelesen. Durch diesen Tod an Jesus Christus ist dieser Vorhang zerrissen. Das, was uns von Gott getrennt hat, ist weg. Und da gibt es nichts mehr, was uns von Gott trennen kann. Wir dürfen vor diesen Thron kommen. Das ist genau das, was wir heute machen wollen. Wenn wir gleich nachher die Band wieder auf die Bühne kommt und wir in diese Anbetung hineingehen. Anbetung ist genau das. Anbetung bedeutet, wir kommen vor diesen Thron Gottes. Wir kommen in diese Gegenwart Gottes, um dort seine Barmherzigkeit zu sehen, um dort seine Gnade zu sehen. Und genau diese Barmherzigkeit und Gnade vor diesem Thron Gottes, wo wir heute hinkommen wollen, die wollen wir heute aussprechen. Die wollen wir heute aussprechen über allen Christen auf dieser Welt. Hey, wir haben ja ein Vorrecht, dass wir hier sein dürfen, in dieser Anbetung sein dürfen, um für diese Menschen beten zu dürfen. Wir hier in unserer westlichen Welt, wir können diese Einheit leben, damit wir im Gebet für andere da sein können. Hey, dieses Gebet, das ist so viel stärker als all das, wo der Satan versucht, Zwiespalt zu bringen und Menschen von Gott zu trennen. Und genau das dürfen wir heute machen. Wir dürfen dieses Gebet vor Gott bringen. Und ich glaube daran, dass es so viel stärker ist als all das, was der Satan vorbringen kann. All das, was diese Menschen erleben, immer wieder, Stück für Stück. Ich habe es vorher im Startup-Gebet vorgelesen aus Epheser 20. Ich dachte, ich will den Vers hier auch nochmal vorbringen. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt.
Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in Ewigkeit. Amen. Er, der so viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Hey, wenn wir nachher ins Gebet gehen, egal was wir glauben, egal was wir erbitten, egal wie groß wir denken und träumen, hey, Gott kann noch so viel mehr tun. So viel mehr tun unter uns hier und so viel mehr tun in dieser Welt, wo so viel schlimme Dinge passieren. Lass uns heute in Gemeinschaft vor diesem Gott treten und so groß träumen, wie wir nur können, und dann hoffen, dass Gott noch so viel mehr daraus macht. Lasst uns für diese Menschen einstehen. Lasst uns als Einheit einstehen vor diesem Gott. Und genau das wollen wir heute machen. Ich bete noch ganz kurz und dann erkläre ich euch, wie es weitergeht. Jesus, danke dafür, dass du hier bist. Danke dafür, dass wir in Einheit mit dir heute hier sein dürfen und vor deinen Thron kommen dürfen. Wir wollen wirklich vor deinem Thron niederknien. Wir wollen unsere Arme erheben vor dir und wollen unsere Gebete heute morgen zum Himmel schreien. Und wir erhoffen, dass all das, was wir sagen, dass du nochmal tausendfach, millionenfach mehr drauflegst und so viele Wunder tust und Menschen heilst und Menschen aus ihrer schlechten Welt heraus rettest und so viel Gutes tust. Wir beten, dass du heute wirklich deine Liebe sendest. Und jetzt beten wir vor allem, dass wir hier wirklich in Einheit miteinander unterwegs sein dürfen und ja, wirklich unser Fundament in dir sehen, unser Mittelpunkt Jesus Christus. Vielen Dank dafür. Amen. Wir wollen heute als Einheit beten. Steht mal ganz kurz auf. Ihr müsst jetzt nicht miteinander reden, aber macht mal Folgendes. Dreht euch mal um und schaut euch mal einfach mal ganz in Ruhe alle Menschen an, die so um euch herum sind. Einfach mal sehen, wer ist hier mit euch unterwegs. Hey, es ist so cool. Keine Ahnung, wie viele Menschen hier sind, 120, 130 Leute, irgendwie sowas. Hey, das sind die Menschen, mit denen wir jetzt Gottes Thron erstürmen wollen. Wo wir jetzt vor Gott kommen wollen und wirklich beten wollen, Wahrheiten aussprechen wollen. Und das für Menschen, die es gerade nicht tun können, die nicht so wie wir hier zusammen sein können. Ich dürfte euch nochmal setzen. Aber nur, dass wir mal gesehen haben, hey, all das sind die Menschen, mit denen wir heute hier beten werden. Und wir werden das Folgendes tun, wir werden jetzt ein Video zusammen angucken, wo es um Christen mit muslimischem Hintergrund geht, was Open Doors gedreht hat. Und danach wollen wir in diese Anbetung hineingehen. Die Band wird uns nochmal vor Gottes Thron führen, sie wird nochmal ein Lied mit uns spielen und danach komme ich nochmal und werde Gebetsanliegen mit uns vortragen. Und dazu ich habe lange überlegt, wie wir es machen, so mit Corona und irgendwelchen Regeln. Und ich dachte mir, ach, ich kann meiner Gemeinde so viel zutrauen. Wir werden hier vorne ein Mikrofon haben. Und wir werden uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen. Und wer will, darf einfach einzeln nach vorne kommen mit Maske und einfach laut beten. Und lasst uns einfach mutig sein und genau das machen. Und Gott wird unsere Gebete erhören. Wir anderen bleiben einfach in dieser Anbetung, der nicht nach vorne geht oder gerade nicht vorne ist, bleiben in dieser Anbetung vor Gottes Thron. Und ich glaube, so können wir gemeinsam gut miteinander unterwegs sein und beten. Jetzt schauen wir uns erstmal das Video an und dann geht's weiter. And I would be going to the government. Ich werde zum Amt gehen und deinen Namen aus der Familie streichen lassen, weil du Christ bist. Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten. Einer unter Millionen. Isoliert und auf sich allein gestellt. So fühlen sich weltweit viele Christen, die einmal Muslime waren und in einer mehrheitlich muslimischen Umgebung aufgewachsen sind. Zum Beispiel aus dem Nahen Osten stammen, aus Subsahara-Afrika oder Zentralasien. Überall in der islamischen Welt kehren tausende Menschen dem Islam den Rücken zu und werden Christen. Eine unvergleichliche Erweckung. In einer Welt, in der die Abkehr vom Islam sogar ein todeswürdiges Verbrechen ist. Das Risiko ist es ihnen wert. Viele Muslime sind mit ihrer Religion nicht mehr zufrieden. Sie beginnen nach Antworten zu suchen,
ganz besonders im christlichen Glauben. Sie suchen online, bei christlichen Freunden oder in der Bibel. Anderen begegnet Jesus direkt, in Träumen oder Visionen. Ich träumte vom Herrn Jesus Christus. Ich sah ein Licht und hörte eine Stimme zu mir sagen, du bist auf dem richtigen Weg. Der Weg, den du bisher gelaufen bist, war nicht der richtige Weg. Aber jetzt bist du auf dem guten Weg. Diese Begegnung mit Jesus änderte alles, meine ganzen Überlegungen. Den Impuls, der Familie von ihrem neuen Glauben an Jesus zu erzählen, müssen die meisten von ihnen unterdrücken. Sicherheit, Rückhalt und Identität, das alles verliert ein Muslim, der sich entscheidet, Christ zu werden. Denn diese Entscheidung bringt Schande über die Großfamilie und ist unverzeihlich. So werden enge Familienmitglieder zu Verfolgern. Als ich meinem Vater erzählte, dass ich Christ geworden bin, sagte er, okay, nimm deine Klamotten, ich will dich nie wieder in diesem Haus sehen. Komm nie zurück, denn du bist nicht mehr mein Sohn. Ich kenne dich nicht. Mein Onkel drohte mir, dass jeder, der mich findet, mich töten kann. Ich bat ihn, lass uns darüber reden. Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten. Mein Bruder hat mich sehr verletzt. Er sagte zu mir, wenn eine Prostituierte an Mohammed glaubt, ehre ich sie und nenne sie Schwester. Aber dass du ein gutes Mädchen, Jungfrau und eine feine Persönlichkeit bist, das zählt nicht für mich, weil du Christin bist. Die Prostituierte kann ich Schwester nennen, aber dich nicht. Viele Christen mit muslimischem Hintergrund leben in Angst vor der Entdeckung. Offiziell anerkannte Kirchen können sie meist nicht besuchen, da diese Christen muslimischen Hintergrunds nicht aufnehmen dürfen. Wenn überhaupt, sind Treffen mit anderen Christen nur im Geheimen möglich, zum Beispiel in Untergrundgemeinden. Ich bin mir sicher, selbst wenn ich alleine wäre, würde Gott mich nie verlassen. Aber in der Bibel steht, dass wir Gemeinschaft brauchen. Alle Christen brauchen einander. Wenn es hier keine Christen gäbe, würde ich woanders hingehen, um welche zu finden. Aber diese geheimen Treffen stehen in der Gefahr, vom Geheimdienst ihres Landes entdeckt zu werden. Sie trennten uns gewaltsam voneinander. Sie schrien uns an und jagten uns Angst ein. Sie riefen, setzt euch, niemand sagt ein Wort. Dann haben sie das Haus und alles durchsucht. Sie nahmen alles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hatte, an sich. Christliche Bücher, ein Kreuz, alles. Doch trotz all dieser Gefahr verbreitet sich der christliche Glaube in der islamischen Welt rasend schnell. Und das nur, weil die Christen Mut finden, allen Risiken zum Trotz Jesu Botschaft zu bekennen. Bitte beten Sie für die Christen mit muslimischem Hintergrund. Beten Sie, dass Jesus vielen weiteren Muslimen begegnet. Aber auch dafür, dass die Christen andere Christen finden, mit denen sie Gemeinschaft haben können. Und dass diejenigen, die isoliert leben, an ihrem Glauben festhalten und nicht aus Angst zum Islam zurückkehren. Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass wir jetzt zusammen, selbst wenn ich im Kampf stehe, singen. Und diesmal nicht für uns, sondern wir singen es tatsächlich für solche Leute, die gerade vielleicht nicht mehr so gut glauben können. Weil es in dem Lied darum geht, dass man Mut hat und dass man Glauben hat, auch wenn es gerade schwer um einen ist.
Und ich bete jetzt einfach, Jesus, mal jedem von uns eine Person von Augen, den wir vielleicht nicht kennen, aber wir sind ja eine Familie, für die wir es jetzt singen, denen es schwerfällt. Und wir wollen in der geistlichen Welt wirklich jetzt was bewegen. Und dein Wort, wenn du singst, bewegst du was in der geistlichen Welt. Ich hoffe, du weißt das. Und jetzt machen wir mal Kampfführung. Los geht's. Dafür, dass wir einfach vor dir stehen dürfen, dass wir diesen Kampf wirklich in der geistlichen Welt auch einfach ja, hier mit dir durchstehen dürfen. Und wir danken dir dafür, dass wir all diese Anliegen, die wir jetzt haben, auch einfach vor dich bringen dürfen, vor deinen Thron bringen dürfen. Und wir wissen, dass du einfach größer bist und über all diesen Anliegen stehst und sie dir einfach annehmen kannst, an deine Hände nehmen kannst. Und ja, diese Menschen einfach sehen kannst. Genau, wenn du jetzt möchtest, wenn du es auf dem Herzen hast zu beten, dann komm einfach nach vorne hier an dieses Mikrofon und bete einfach laut,
für die Menschen. Und wir haben hier eine Folie auch vorbereitet, genau, wo ein paar Gebetsanliegen drauf sind. Alle anderen dürfen still in ihrem Platz beten oder in dieser Anbetung drin sein. Aber lass uns diese Gebetsanliegen wirklich vor diesen Thron Gottes bringen. Wer will, trau dich, komm nach vorne, bete laut hier mit uns. Jesus, we are praying for our brethren outside Europe. We are praying for our Muslim brothers. Jesus, when you were leaving, you told us that you would not leave us alone. You left the Holy Spirit with us. We are praying in the name of Jesus that you, who is able, can send your power. You can send all the Christians around the Muslim countries. That, Father, they will look for those who have accepted you new. That they will be able to equip them, they will be able to motivate them, they will be able to read your word with them. We pray for protection. We pray that the power of the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit, will enable them, will protect them wherever they are. And the devil cannot have a way to destroy the new covenant that they are having with you. We stand in the blood of Jesus because you died for us to have your saving knowledge. We thank you that the Holy Spirit will work. We thank you and we believe in you that you will do it. We pray for each and every soul, every Muslim, wherever they are, that we thank you that you will protect them. We thank you that you will let them not regret of the saving knowledge they have become. In Jesus' name, amen. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du in deinem Wort gesagt hast, Herr, dass wir uns nie Gedanken machen müssen, was wir unter Verfolgung sagen können. Sondern ich danke dir, dass du verheißen hast, dass eben zum rechten Zeitpunkt der Heilige Geist da sein wird. Ich danke dir, dass du ein Tröster bist, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du jede Person tröstest, die jetzt bedrängt ist, Herr, die voll Angst ist, die verfolgt ist, Herr. Und ich danke dir, Herr, wenn Menschen kommen und sie zwingen wollen, abzusagen, dann müssen sie das nicht aus sich rausmachen, müssen sie nicht aus sich raus reagieren, sondern ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der Geist des Lebens in ihnen lebst. Ich danke dir, Herr, dass du aufstehst und dass du ihnen die Worte schenkst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass sie unter deinem Schutz sind, dass du sie in deine Arme schließt und dass niemand sie aus deinen Armen reißen darf. In Jesus' Namen. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du ein starker Herr bist, der auch unsere Brüder und Schwestern in den muslimischen Ländern und da, wo sie verfolgt werden, festhältst. Denn wir können uns das gar nicht vorstellen, weil es uns hier so gut geht. Aber wir vertrauen dir, dass du ihnen dort nahe bist. Und wir flehen dich an und bitten dich dafür, dass sie auch, wenn sie alleine sind oder wenn sie nur im Untergrund sich treffen können, dass sie trotzdem Gemeinschaft mit dir auch da erleben, dass sie Zugang haben zu deinem Wort, dass sie sich gegenseitig verstärken können. Und wir können dich nur bitten, dass du auch die Menschen, die Regierungen oder die sie verfolgen, dass du sie mit Blindheit schlägst, dass sie nicht entdecken, sondern dass sie dich weiter bezeugen können, dass auch ihre eigene Familie und ihre Freunde von dir hören. Ja, wir erwarten, dass du weiterwirkst und können nur staunen, wie du heute schon trotz dieser widrigen Umstände in diesen Ländern mit Verfolgung am Wirken bist und wie dort Erweckungen ausbrechen. Ja, das ist unbegreiflich.
Wir sehen damit, was du für ein großer Herr bist und was du für Möglichkeiten hast. Dich wollen wir anbieten, Herr. Amen. Ich habe gerade so den Eindruck bekommen, hier sind auch ganz viele Mamas. Ich bin auch eine Mama von kleinen Kindern. Und ich möchte jetzt alle Mamas, die hier sind, euch bitten, dass ihr euch mit mir eins macht, dass wir für die Mamas beten in der islamischen Welt, dass sie den Mut finden, ihren Kindern von Jesus zu erzählen. Und dass sie sich nicht aufhalten lassen von ihren Ehemännern oder von Verwandten. Und dass sie einfach den Mut finden, ihren Glauben an ihre Kinder weiterzugeben. Herr Jesus, ich stehe hier als Mama und du siehst, dass hier viele Mamas sind und du siehst einfach unser Herz, dass wir wollen, dass unsere Kinder dich kennenlernen, Jesus. Und ich bitte dich von Herzen und ich bestürme dich, Jesus, dass du diese Mamas segnest in der islamischen Welt, die dich kennen und die aus muslimischem Hintergrund kommen, die vom Islam kommen und dass sie einfach den Mut finden, ihren Kindern von dir zu erzählen. Denn ich glaube, dass du auch den jungen Frauen, den Müttern begegnest in Träumen. Und ich bete, dass da noch mehr passiert und dass sie von dir erzählen können, dass sie von deiner Liebe erzählen können an ihre Kinder. Und ich bete wirklich, dass in der islamischen Welt auch ein Aufbruch kommt und dass besonders die Kinder dich auch kennenlernen, Jesus. Dass du da Samen reinpflanzt in diese kleinen Herzen und dass da was passiert, Jesus, in deinem Namen. Amen. Selbst wenn diese Welt fällt, selbst wenn ich im Kampf stehe, selbst wenn Kriege toben, hab ich Mut. Ich weiß, du bist größer. Im Kampf stehen, selbst wenn Kriege toben, hab ich Mut. Ich weiß, du bist größer, für immer unser Retter. Ich will dich preisen, mit was ich auch hab, mit was ich auch bin, Gott. Mit was ich auch hab, mit was ich auch bin. Jesus, du siehst unser Gebetsanliegen für diese Christen in der muslimischen Welt und wir wollen sie dir einfach ans Herz legen, wir wollen sie dir anbefehlen und es gibt keinen Gott, bei dem sie besser aufgehoben werden als bei dir. Wir beten wirklich für Mut, wir beten für Kraft, wir beten wirklich für deine Stärke, die du in ihrem Leben wirken lässt. Wir beten für deine Weisheit, wir beten für Offenheit in dieser ganzen Welt und wir beten dafür, dass du sie einfach in deinen Händen hältst und schützt, dass du wirklich ihr Fels bist, ihre Burg bist, der Ort bist, bei dem sie sicher sein können und bei dem sie dich, ja, dass sie dich groß machen können. Danke, Jesus, dass du unsere Gebete erhörst und noch so viel mehr daraus machen kannst, als das, was wir uns wirklich, ja, zu träumen wagen. Danke, Jesus, dafür. Amen. Und wir wollen jetzt noch die Anja nach vorne bitten. Und die Anja, die wird uns noch mal mit hineinnehmen in das, was sie im Sudan erlebt hat. Ich gebe ihr mal mein Mikrofon. Ja, also für mich ist es echt ein bisschen seltsam, heute hier zu stehen und von dem Land zu erzählen, das auf diesem Weltverfolgungsindex steht und wofür wir heute beten werden, ist der Sudan. Ist jetzt im Moment auf Platz 13 von diesem Weltverfolgungsindex. Und ich war auf einem medizinischen Einsatz dort vor, bin jetzt 2 Wochen wieder zurück und war mit Humedica, das ist eine humanitäre Hilfsorganisation, dort für einen Gefängniseinsatz. Da ging es um medizinische Betreuung von Gefangenen. Und vor Ort haben wir mit Prison Fellowship zusammengearbeitet. Prison Fellowship ist eine weltweite Organisation, die Gefängnisarbeit macht. Eine christliche Organisation. Im Sudan ist es ein bisschen ein Problem. Sudan ist ganz muslimisch und
Sie dürfen, weil es so muslimisch ist, eben auch nicht missionieren in den Gefängnissen. Trotzdem ist es Ihnen ganz wichtig, einfach die Liebe, die Jesus in Sie reingibt, weiterzugeben auf die Art, wie Sie es halt können dort vor Ort. In der ersten Woche, ich erzähle da nur ganz kurz, weil es heute eigentlich um was anderes geht, waren wir in den Gefängnissen und ich habe hier in Deutschland nichts mit Gefängniseinsätzen zu tun, war noch nie im Gefängnis, habe noch nie jemanden besucht im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie es dort aussieht und für mich war es schon wirklich eine große Herausforderung und auch ein kleines bisschen ein Schock, das zu sehen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich auch vorstellen, ich kam mir ein bisschen vor, als wäre ich in einem Film, als wäre eine Reportage und ich bin irgendwie da halt gerade zufällig reingeraten. Mich hat ganz arg berührt, dass also im Sudan gilt die Scharia, also das ist Gesetz und Regel. Das ganze gesellschaftliche Leben wird durch die Scharia geregelt. Und es sind Frauen im Gefängnis, die sind 20 Jahre im Gefängnis und haben noch keine Verhandlungen. Die kriegen ihre Kinder im Gefängnis, waren so viele Kinder im Gefängnis, weil die Frauen dort ihre Kinder kriegen, dort noch vergewaltigt werden und wieder Kinder kriegen. Wirklich eine ganz, ganz große Not und oft, weil sie illegal Alkohol verkauft haben. Es gibt einen Markt für Alkohol, obwohl Alkohol verboten ist und Frauen, die das machen, um ihre Familien zu ernähren, landen im Gefängnis und sind dort ewig lang. Und so gäbe es ganz viel zu erzählen von diesem Einsatz und von den Erlebnissen, die wir dort hatten. Aber heute geht es um verfolgte Christen. Und zwei Frauen von Prison Fellowship, mit denen wir vor Ort gearbeitet haben, die Mama Niamat und ihre Tochter Margaret, das sind Christen. Und mich hat total erstaunt, dass die Mama Niamat bei unserem ersten Treffen, das wir dort hatten mit der Polizei, dass sie von ihrem Glauben erzählt hat und gebetet hat zu Jesus. Und das ist eine ganz, ganz große Ausnahme. Und sie hat sich ihre Stellung dort erarbeitet und darf das sagen, in diesem geschützten Rahmen. Aber missionieren an sich dürfen sie auch nicht. Sie haben erzählt, dass sie haben auch Kreuze an, also jeder sieht, dass sie Christen sind. Aber sie dürfen sonst nichts von Jesus erzählen. Sie dürfen den Namen Jesus sonst nirgendwo laut erwähnen. In der Nachbarschaft, wenn man weiß, oh, das sind Christen, kann sein, es geht einem nicht gut. Margaret ist eine gestandene Frau, die bei der Botschaft arbeitet musste, um in die Schule gehen zu dürfen, sich verschleiern, um studieren zu dürfen. Es kann sein, du bekommst keinen Job, wenn deutlich wird, dass du Christ bist. Und das Schlimmste ist wirklich, wenn Moslems zu Christen werden. Und wenn missioniert wird, kann es wirklich sein, wenn sie dich erwischen, dann wirst du umgebracht und den missioniert hast, auch. Und das ist eine große Herausforderung, auch wenn man das weiß und gerade jetzt heute so dasteht und im Kampf quasi ist für diese Christen und wenn man so persönlich Kontakt hatte. In der zweiten Woche ist dann zu diesem Putsch gekommen. Viele von euch haben es auch mitgekriegt und viele von euch haben auch meinen Blog gelesen. Und da möchte ich einfach auch nochmal Danke sagen für euer mit für mich einstehen und beten, für das Team, mit dem ich dort war und für mich. Und wir waren in dieser zweiten Woche dann in unser Hotel, in unser Hotelverband sozusagen, durften nicht mehr raus. Und was wirklich schade ist, dass der Sudan dadurch so einen Rückschritt gemacht hat. Im Sudan war ein Aufbruch da. Ich habe gerade eben gesagt, Sudan ist jetzt auf Platz 13. Vor ein paar Jahren sah das ganz anders aus. Da war ein Diktator an der Macht, der schlimme Gräueltaten begangen hat, jetzt in Den Haag vor Gericht ist oder gefangen ist. Und es hat sich so eine Demokratiebewegung aufgemacht. Und es ist über Rechte gesprochen worden, über Religion und über Frauenrechte. Mit dieser neuen Regierung, die so eine geteilte Regierung zwischen Militärregierung und Zivilregierung war an der Macht. Und leider kam es zu dem Putsch und das Militär hat den Regierenden von dieser Zivilregierung also gefangen genommen und es kam zu großen Unruhen. Es ist jetzt leider immer noch so. Der Militärregierende jetzt hat eigentlich versprochen, dass es zu Gesprächen kommt und dass man sich da wieder zusammenfindet und auch von der Zivilregierung wieder jemand mit reingenommen wird, aber es hat sich jetzt noch gar nichts in die Richtung getan, sondern es ist nach wie vor, es sind große Herausforderungen, also ja, große Demonstrationen dort und Menschen kommen zu Tode, es ist immer noch so. Und für die Christen dort bedeutet es einen ganz, ganz großen Rückschritt. Das, was sie an Hoffnung jetzt hatten, was kommt, demokratische Wahlen auch nächstes Jahr, sind wieder ganz, ganz weit in die Ferne gerückt.
Genau. Und deswegen ist es mir jetzt heute auch ein Anliegen, dass wir für, hast du die Gebetsanliegen, dass wir für Mama Niamat und für ihre Tochter Margaret beten, die dort so eine wertvolle Arbeit machen. Prison Fellowship macht eine mega wertvolle Arbeit überall auf der Welt. Aber einfach um Schutz für die beiden beten, dass sie ihre Arbeit fortsetzen können, weil auch wenn jetzt eine Hilfsorganisation aus Deutschland nicht da ist, geht die Arbeit weiter in den Gefängnissen. Genau, dass es zu keinem weiteren Blutvergießen kommt und ja, dass diese Übergangsregierung einfach trotzdem wieder eingesetzt werden kann, dass es friedlich läuft und dass das, was auf den Weg gebracht worden ist in Richtung Demokratie, irgendwie doch wieder seinen Weg findet. Und mich hat der Bibelvers aus dem Epheser ganz arg angerührt, weil wenn man so dort ist und es erlebt, wie es dort zugeht, ist es so schwierig, sich vorzustellen, dass es anders wird. Und in dem Wissen, dass Gott größer ist und dass Gott mehr machen kann, als wir uns vorstellen, auch für das, wo wir uns trauen zu beten manches Mal, dass Gott einfach größer ist und deswegen auch im Sudan mehr tun kann, als wir es uns vorstellen. Genau. Lass uns da trotzdem noch mal ein paar Minuten Zeit nehmen und ja, lass uns aufstehen, lass uns beten. Wer will, darf wieder nach vorne kommen und lass uns für diese Menschen im Sudan einfach im Gebet einstehen. Jesus Christus, wir danken dir, dass du hier bist und wir zu dir kommen dürfen, reden dürfen und dass du auch im Sudan bist und in den anderen islamischen Ländern bei unseren Geschwistern. Sei du besonders mit ihnen. Danke, dass Anja da sein durfte und dass du sie wieder gut hierher gebracht hast und die anderen bewahrt. Wir bitten dich auch gerade für die, die weiter dort sind, für die Mama Niamat und Margaret, ja, danke, dass sie dieses Zeugnis sagen durfte. Stärke und schütze sie weiterhin und ja, auch für den Aufbruch danken wir dir, den du vorher geschenkt hast mit der Demokratie, auch wenn es jetzt ganz anders aussieht. Du kannst auch wieder die Situation wenden und helfen. Ja, steh ihnen bei, schenk das Menschen, schenk unseren Geschwistern den Mut, zu dir zu stehen, erhalte sie bei dir, so wie du auch den Petrus für ihn gebeten hast und es weiter, gut weitergeführt hast und bei uns, wo wir es relativ leicht haben und auch bei den schon immer wieder, auch in den Ländern, auch in den anderen islamischen und jetzt konkret im Sudan, dass dein Reich auch dort gebaut wird, die Botschaft verkündigt wird, dass du Menschen begegnest. Danke, dass du so viele Möglichkeiten hast und so viel tun willst und dass wir dich bitten dürfen, ja, schenk, dass Menschen dich kennenlernen und bei dir bleiben, dass du sie bewahrst und schützt und Trost und Kraft schenkst und auch ihnen beistehst, die notwendig ist. Wir befehlen es dir an. Amen. Lieber Vater im Himmel, du weißt um das Gefängnis auch hier in Nürnberg, wo ich schon drin war und dort den Gottesdienst mitgestalten konnte. Ich weiß heute noch die Gesichter der Männer und der Frauen dort. Aber es muss im Sudan umso schlimmer sein, größere Strapazen.
Und du weißt auch um diejenige, wo ich weiß, wegen Vergewaltigung, was das für ein Unglück ist, auch als Frau. Geh du hinein in das Gefängnis, wo Anja war. Rühr du jede dort an. Kümmere dich um die Kinder. Und sei auch da für die Männer. Herr Jesus Christus, in der Bibel steht, dass du Ketten sprengst. Das kannst du dort tun im Sudan, aber auch hier in Nürnberg. Amen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du größer bist, dass du mächtiger bist. Und ich danke dir für all die Menschen, die an dich glauben, die im Sudan leben. Du machst sie stark, so wie du uns stark machst. Du kannst ihnen helfen, ihren Glauben zu leben, so fröhlich zu leben und ihn auszustrahlen, dass das mit der Liebe, die du sie anstrahlst, dass sie sie weiter strahlen können, dass noch mehr Menschen zum Glauben kommen. Denn nur der Glauben an dich verändert, verändert auch eine Gesellschaft. Ich möchte dir danken für die Welt, in der wir leben, mit all dem Wohlstand, mit all der Demokratie. Ich danke dir, dass wir hier leben dürfen, und legt uns es viel, viel mehr aufs Herz, dass wir für Menschen beten, die diese Freiheit nicht kennen, die nicht in diesem Wohlstand leben dürfen und trotzdem ihren Glauben ausstrahlen und von deiner Liebe weitererzählen. Mach du diese Menschen stark, ganz besonders jeden Tag neu. Hilf du ihnen. Amen. Vater, danke, dass du alle Gebete gehört hast, die wir laut ausgesprochen haben. Danke auch, dass du unsere leisen Gebete hörst. Und ich danke dir, dass du auch unser Schreien und Seufzen und auch unsere Tränen siehst, die wir haben für die Menschen, die unter Verfolgung leiden. Und was wir auch gerade über den Sudan gehört haben, Herr, das macht mich irgendwie sprachlos, aber ich bringe dir unser Schreien und spreche deinen Namen aus über jeden Einzelnen, der für dich leiden muss, der für dich ja, den Tod riskiert, das Leben riskiert und den Tod vor Augen hat. Und möchte dir danken, dass du deine übernatürliche Kraft hier wirklich diesen Menschen nahe bringst, dass sie Wunder erleben dürfen, die wir hier vielleicht gar nicht kennen, dass sie erleben dürfen, dass du real bist. Amen. Dem, der so viel unendlich mehr tun kann, als wir bitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit.
Amen. Hey, sehr, sehr cool, dass ihr mitgebetet habt, dass ihr mit dabei seid. Hey, und das ist Einheit, was wir heute erlebt haben. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir das in unserem Alltag erleben, Sonntag für Sonntag erleben, immer wieder erleben, dass wir als Gemeinde zusammenstehen vor Gottes Thron und in dieser Einheit wirklich vor ihn kommen.